Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Hier ist Radio Leineherz 106.5. Jetzt geht's gleich los mit der Sendung Chefärzte im Gespräch. Mein Name ist Professor Brunkhorst aus dem Klinikum im Siloa und im Nordstadtkrankenhaus und ich spreche heute mit Professor Andreas Schwarz aus dem Nordstadt. Er ist Chefarzt für Neurologie im Nordstadt. Hallo Andreas. Hallo. Und wir wollen uns heute unterhalten über den Morbus Parkinson. Gleich geht's los mit Informationen über Morbus Parkinson. Zunächst Musik. Radio, Leine Herz. 106.5. Meine Damen und Herren, nochmal herzlich willkommen zur Sendung Chefärzte im Gespräch. Mein Name ist Reinhard Brunkhorst aus dem Klinikum Region Hannover. Ich möchte mich heute unterhalten mit Professor Andreas Schwarz, Neurologe, jetzt auch schon seit einigen Jahren, Andreas, sind es 15 Jahre in Nordstadt und 3 in Laatzen. Ja, 15 Jahre in Nordstadt, 3 im Laatzen. Beides große neurologische Kliniken. Und wir haben ein relativ umfangreiches, großes Thema vor uns. Das ist der Morbus Parkinson, der uns Internisten durchaus auch beschäftigt. Immer dann, wenn wir mit alten Menschen zu tun haben, stoßen wir auf den Morbus Parkinson. Andreas, die Menschen interessiert meistens, wie geht sowas los? Wie bemerke ich, dass ich einen Morbus Parkinson habe? Was sind die ersten, oder eine Erkrankung, eine schwere Erkrankung überhaupt habe, was sind die ersten Zeichen? Was kann man als erstes beobachten? Bei sich selbst und bei Angehörigen? Naja, die meisten denken an Morbus Parkinson, wenn es mit dem Zittern losgeht, obwohl das ja sehr häufig gar kein Parkinson ist. Interessanterweise ist es so, dass die meisten Parkinson-Patienten zuerst beim Orthopäden sind. Und zwar deswegen, weil eben eine Muskelsteife eintritt und das macht zusammen mit so einem Rundrücken und der Muskelsteife massive Rückenschmerzen. Deswegen gehen die Patienten alle zum Orthopäden. Nicht viele kommen von ihnen zugewiesen. Die Symptome setzen sich eben zusammen aus diesen drei großen Dingen. Einmal diese Muskelsteifigkeit und dem Zittern auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, dass man sich nicht mehr richtig bewegen kann. Ja, das ist ein Thema allgemein heute, dass Menschen gleich zum irgendeinem Facharzt laufen, weil sie annehmen, das ist es, aber es ist dann doch was ganz anderes und die Generalisten sind selten geworden. Jetzt sag mal, welches ist der Altersgipfel? Also wann ist es, in welchem Alter, in welchem Lebensalter ist es besonders häufig? Frauen, Männer, wie ist die Verteilung? Also es sind etwas mehr Männer, es ist fast gleich, aber es sind etwas mehr Männer und es gibt zwei Gipfel. Es gibt einmal bei dem Parkinson, den wir heute als vererblich ansehen, da ist es der jüngere Gipfel, Ende 40. Und dann haben wir das, was wir so langläufig als Altersparkinson bezeichnen. Das ist sicherlich eine inkorrekte Bezeichnung, aber es ist eben so, dass es die jenseits des Eintritts des Rentenalters dann im zweiten Gipfel erreicht. Ja, und zwar, ich glaube, die größte Zahl ist schon im höheren Lebensalter zu beobachten. Nun haben wir noch etwas Zeit, um über die Symptome zu sprechen. Du hast diese drei Hauptsymptome, Anzeichen genannt, vielleicht noch ein bisschen differenzierter. Zittern, was ist Alterszittern, was ist wirklich Parkinson-Zittern? Gibt es da Unterschiede? Wie ist das mit der Steifigkeit, Unterschied zur Arthrose oder zum allgemeinen Bewegungsmangel? Vielleicht noch ein bisschen differenzierter. Ja, ja. Also gerade das Zittern ist mir ganz besonders wichtig, dass nicht jedes Zittern jetzt auf den Parkinson hindeutet. Also es ist immer schon ganz wichtig zu sehen, zitter ich in Ruhe? Viele Leute kennen das von dem alten Pillendreher. Zittern, Tremor nennen wir das als Mediziner, dieses Zittern. Also wenn man in Ruhe so Pillen dreht, das ist schon mal etwas, was ziemlich in Richtung eines Parkinson deuten kann. Also in Ruhe ist das Zittern am ausgeprägtesten. Und wenn man etwas bewegen will oder etwas, wenn man eine Gabel zum Mund führen will, ist eigentlich Ruhe beim Parkinson. Umgekehrt beim familiären oder essentiellen Tremor, wie wir sagen, ist es genau umgekehrt. Oder beim Alterszittern ist es genau umgekehrt. In Ruhe bin ich relativ ruhig und in dem Moment, wo der Löffel zum Mund soll, dann geht es so verrückt vorwärts, dass ich ihn kaum ohne zu verschütten zum Munde bekomme. Also das nennen wir eine Aktion. Also bei der Durchführung einer Aktion auftretender Tremor ist Alterszittern. Ist es in Ruhe, ist es der Parkinson. Aber das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Hinweise. Pillendrehen will ich nur noch mal verdeutlichen, ist also, wenn man zwischen Daumen und Zeigefinger, wenn man die beiden aneinander reibt und so tut, als wenn da eine Pille ist, genau. Obwohl da gar keine Pille ist. Richtig. Und das Zittern, das war ganz klar, wenn es unbeabsichtigt, also ohne eine Aktion oder eine Tätigkeit verläuft, dann könnte das ein Hinweis auf Parkinson sein. Was man macht, wenn man sowas vermutet, wenn man eine solche Diagnose vermutet, das besprechen wir gleich nach der Musik. Radio, Leine, Herz.
106.5. Hier ist Radio Einherz 106.5. Mein Name ist Professor Brunkos aus dem Siloa und aus dem Nordstadtkrankenhaus. Ich bin Internist und habe auch immer wieder, gerade bei älteren Menschen, zu tun mit Patienten, die unter Morbus Parkinson leiden oder wo ich manchmal fälschlicherweise vermute, es könnte ein Parkinson vorliegen. Wir hatten eben, ich spreche jetzt mit Professor Andrea Schwarz aus dem Nordstadtkrankenhaus und aus Laatzen, wir hatten eben gesprochen, welche ersten Anzeichen es gibt für einen Parkinson. So, nun sind die ersten Anzeichen da, vielleicht vermutet gar ein irrgeleiteter Internist oder Orthopäde, ungewöhnlich, aber könnte sein, dass ein Parkinson vorliegt. Wie geht's dann weiter? Also die Diagnostik, die man dann betreiben muss, um das herauszubekommen, ist jetzt einem Laien nicht ganz einfach zu vermitteln, weil wir im Prinzip, um eine echte, handfeste Diagnose zu haben, technische Zusatzuntersuchungen benutzen müssten, die hier zu erklären wäre, würde die ganze Sendung sprengen. Ja. Es ist aber auch so, dass eben ein Großteil der Diagnostik über die klinische Untersuchung läuft, eben über das Feststellen der Symptome, über die wir eben gesprochen haben. Und dann ist es auch zulässig, wenn es eine naheliegende Vermutung gibt, dass es ein Parkinson ist, mit einer Testdosis des bei dieser Erkrankung fehlenden Botenstoffes im Gehirn, dem Dopamin, mit einer solchen Testdosis zu untersuchen. Wie ist es vorher, wie ist es nach Einnahme einer solchen Testdosis und um wie viel verbessert sich sozusagen die Symptomatik? Und wenn es da eindeutig ist, kann man aus dem klinischen Verlauf, und so wird es im klinischen Alltag auch gemacht, die Diagnose stellen. Ja, das ist in der Tat, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, dass es eine klinische Diagnose ist. Das begeistert mich immer wieder als relativ betagter Mediziner, dass man das wirklich im klinischen Mitteln, und das ist ja auch ein Kennzeichen der Neurologie, dass man ganz viel über die Untersuchung des Patienten herausbekommt und dass man auch mutig genug ist, dann mal eine sagen wir, relativ harmlose Therapie zu versuchen, ob es dann besser wird. Du hattest eben angesprochen, dass da im Gehirn was passiert. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Das ist ja ein ausgesprochen spannendes Kapitel und wir kommen ja auch bei der Therapie so ein bisschen drauf zu sprechen. Ja, es ist einfach so, dass vom Beginn der Erkrankung bis zum fortgeschrittenen Stadium mehr und mehr Bezirke im Gehirn an diesem Botenstoff verarmen. Was das unmittelbar anstößt, wissen wir nicht, aber wie dieser Verlauf und wie der Verlust dieses Dopamins vonstatten geht, wissen wir heute ziemlich präzise. Aber es ist letztendlich mehr oder weniger eben so, dass wir nur peu à peu eben diesen Botenstoff nachfüllen müssen. Es ist auch so im klinischen Alltag für den Patienten, als wenn man Benzin in den Tank tut. Also mit viel Benzin kann man sehr weit fahren. Also am Anfang braucht man das noch nicht. Aber je länger die Erkrankung läuft, desto mehr braucht man davon. Und bei dem Jugend, du hattest ja gesagt, ein erster Gipfel ist um die 40. Da kennt man die Ursache auch nicht, warum es dann schon vorher auftritt. Wir kennen erstens Familien, nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in Europa, die ein entsprechendes Parkinson-Gen in sich tragen. Diese familiären Fälle unterscheiden sich aber klinisch in Nuancen von denen und sie treten viel früher auf. Manche können das ja auch erkennen an den berühmten Beispielen, die sich da geoutet haben, amerikanische Schauspieler, die schon mit 30 einen Parkinson bekommen. Das sind so genetisch Determinierte, die in diesem Parkin-Gen einen Defekt haben und das läuft aber anders als, wie ich eben schon sagte, der Alters-Parkinson jenseits des Rentenalters. Ja, das war so ein bisschen Theorie, aber das ist eben eine gute Grundlage für die Therapie. Ich habe eins vergessen vorhin zu fragen, wie häufig ist die Erkrankung eigentlich? Sagen wir mal beim über 70-Jährigen ungefähr, das hatte ich glaube ich nicht gefragt. Das ist in den neurologischen Erkrankungen schon einer von den Top 5. Also es ist in der täglichen klinischen Diagnostik so, dass selbst der Hausarzt damit täglich befasst ist. Ich glaube auch, jeden Tag kann man einen Patienten beobachten, der das hat. Meist diagnostiziert. Gut, jetzt gibt es erstmal gleich eine Pause. Wir hören uns nach der Pause weiter zum Thema Parkinson. Ich unterhalte mich mit Professor Schwarz, Neurologe im Nordstadtkrankenhaus, über den Morbus Parkinson. Bis gleich nach der Musik. Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Hier ist Radio Leineherz 106.5. Sie hören die Sendung Chefärzte im Gespräch. Chefärzte sind in diesem Fall Professor Brunkost und Professor Schwarz. Ich bin Professor Brunkost aus dem Siloa und Nordstadt und Internist und Professor Andrea Schwarz ist Neurologe in Laatzen und im Nordstadt-Klinikum. Und wir unterhalten uns über eine, wie wir eben gehört haben, sehr häufige Erkrankung, neurologische Erkrankung, den Morbus Parkinson. Und wir möchten jetzt im zweiten Block etwas über die Therapie hören. Bis gleich. Radio,
106.5. Radio Leinherz 106.5, die Sendung Chefärzte im Gespräch, Fieberkurve, so heißen wir auch. Und wir unterhalten uns heute über den Morbus Parkinson. Mein Name ist Reinhard Brunkhorst, ich unterhalte mich mit Professor Andreas Schwarz aus dem Nordstadt über den Morbus Parkinson. Wir hatten uns eben schon geeinigt, dass wir die Therapie, die, wie ich finde, spannend und auch sehr hoffnungsvoll ist, dass wir uns darüber unterhalten und zwar in zwei Blöcken. Erst einmal über die schon länger bekannte medikamentöse Therapie. Was kann man tun, wenn der Morbus Parkinson tatsächlich jetzt diagnostiziert ist und behandelt werden sollte? Ja, dankenswerterweise haben wir heute ja ein Medikament. Wir ersetzen diesen Botenstoff im Gehirn, das Dopamin. Das ist das, was dort fehlt bei dieser Erkrankung. Und das ist noch nicht so lange her, 80er Jahre. Manche haben den Film Rain Man gesehen, nicht? Also vorher steckte man die Patienten, weil man das nicht wusste, in eine Psychiatrie. Und erst das hat diese Erfindung dieses Medikaments hat die Patienten befreit. Wir können also über den Tag und je nachdem wann und wo die Spitzen dieser Unbeweglichkeit oder das Zittern auftritt, dort die entsprechenden Dosen dieses Botenstoffes Dopamin applizieren. Das kann man als Tablette oder als Kapsel zu sich nehmen. Und es ist eben so, dass die Dosis leider über die Jahre eben anzupassen ist. Wir sagten es vorhin schon einmal, es ist so ein bisschen wie der Benzin im Tank. Wenn es leer läuft, dann kann das Auto nicht mehr so schnell und so gut fahren. Insofern muss man dann nachtanken, also wieder den Botenstoff ersetzen. Ja, Sie können ja die Sendung erfreulicherweise im Internet nachlesen unter Radio Leinherz. Ich glaube auch unter unserer Klinikums-Homepage geht das. Es geht ja manchmal sehr schnell für Leute, die da nicht so drinstecken in dem Thema. Dopamin ist klar. Kann man ja auch, ich glaube, es wird auch ein bisschen weit indiziert. Es gibt durchaus Menschen, die nehmen das, ohne dass sie einen klaren Parkinson haben, gegen Alterserscheinung, alles Mögliche. Aber es gibt auch noch weitere Therapieformen, weil also Medikamente meine ich jetzt, ne? Ja, keine Frage, weil man erkannt hat, dass man das Dopamin nicht endlos sozusagen in der Dosis steigern kann, hat man eben nach Stoffen gesucht und jetzt auch gefunden in den vergangenen 10, 20 Jahren, die zunehmend auch das Dopamin ein bisschen verdrängen, weil es Stoffe sind, die wie Dopamin wirken, aber eben kein Dopamin sind und somit auch eine Reihe von den Nebenwirkungen dadurch vermeiden. Und diese Stoffe nennt man Dopaminagonisten, zu Deutsch, also sie wirken wie Dopamin, sind es aber nicht. Auch hier ist es so, dass über die Zeit hinweg, wenn sich ein Parkinson über 10, 20 Jahre langsam als Erkrankung mit weiterer Verarmung verschlechtert, wird man auch da die Dosis langsam schrittweise anpassen müssen, also immer höhere Dosen geben, was man dann aber eben so macht, dass man jeweils versucht, in den Dosen klein zu bleiben und mehrere Medikamente miteinander zu kombinieren. Also je länger der Patient erkrankt ist, je höher das Alter, ist es eben umso wichtiger, solche Kombinationen zu wählen, um in der niedrigeren Dosis dann auch weniger Nebenwirkungen pro Medikament zu bekommen. Ja, also auch eine Stufentherapie, Steigerung mit der Zeit der Erkrankung, mit der Zeitdauer der Erkrankung. Auch neue Entwicklungen schon bei den Medikamenten dabei. Und gleich nach der nächsten Musik sprechen wir über ganz moderne Entwicklungen, wie wir nicht medikamentös tatsächlich die Symptome des Parkinson deutlich beeinflussen können. Bis gleich nach der Musik. Radio Leinherz 106.5. Radio Leinherz 106.5, die Sendung Chefärzte im Gespräch. Heute das Thema Parkinson. Ich spreche mit Professor Schwarz, Neurologe im Nordstadtklinikum und auch in Laatzen. Andreas, wir hatten über alles Mögliche den Parkinson gesprochen bereits. Jetzt geht es um ganz moderne, spannende Therapien, wenn die Medikamente nicht mehr helfen. Was gibt's dann? Also auf der Ebene dessen wir sprechen ja jetzt hier als Chefärzte, ist es eben so, dass im klinischen Bereich wir heute Dinge erweitert therapieren können, was den Niedergelassenen so nicht unbedingt zur Verfügung steht. Und wir können heute mit unseren klinischen Methoden dann, wenn die Patienten mit der Therapie mit Tabletten und Kapseln quasi ausgereizt sind, umsteigen auf Dinge, die wir als Pumpentherapie bezeichnen, ähnlich wie bei euch als Internisten, bei den Patienten mit Diabetes, die auch heute eine Pumpe bekommen können fürs Insulin, wird mit den gleichen Techniken quasi dieser Botenstoff injiziert. Einmal ist ein Weg unter die Haut und einmal als durch die Bauchdecke, dann kann man auch gleichzeitig Ernährungstherapie machen. Und das Allerneueste, was wir so seit 10, 15 Jahren anbieten, ist die
diese Form des Hirnschrittmachers. Da werden Elektroden ins Hirn implantiert und durch einen elektrischen Impuls kann man die Bahnen so steuern, dass der Patient besser wieder laufen kann, sich bewegen kann und das Zittern aufhört. Du hast da mal einen Film gezeigt, der uns Internisten schwer beeindruckt hat, dass eben Menschen, die wirklich kaum noch über den Gang gehen können, weil sie so steif sind, weil sie so zittern, dann eben mit diesem Schrittmacher deutlich besser wieder im täglichen Leben zurechtkommen. Wir wollen das jetzt nicht weiter ausdehnen. Werden alle Patienten, die eine solche sicherlich auch teure, aufwendige Therapie benötigen, Pumpen- und Schrittmachertherapie, bekommst du die alle zu sehen? Werden die alle dir geschickt oder? Die niedergelassenen Kollegen schicken das, weil der Patient oft ja einerseits nicht mehr zurechtkommt mit den Medikamenten. Der Arzt sieht sich nicht mehr in der Lage, das noch weiter zu steigern. Und dann kommt auch die Empfehlung und dann werden sie uns zugeschickt und besprechen das dann. Hat sich breit rumgesprochen, dass das eine Möglichkeit ist. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, Andreas. Es war ein wichtiges, spannendes Thema, Parkinson. Die Erkrankung ist lange bekannt, lange beschrieben. Es gibt aber ganz moderne Entwicklungen und es wird sicher auch weitergehen. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. 106.5. Meine Damen und Herren, hier spricht Reinhard Brunkos, Professor Brunkos aus dem Silur und Nordstadt. Ich habe mich unterhalten und ich verabschiede mich und habe mich schon verabschiedet von Professor Schwarz aus dem Nordstadt, Neurologe, mit dem ich mich eben über den Morbus Parkinson unterhalten habe. Bitte haben Sie eine gute Zeit jetzt im Sommer und wenn Sie möchten, lesen Sie nach im Internet und hören Sie vor allen Dingen nach, was wir zum Besten gegeben haben zum Thema Parkinson. Bis dann, Ihr Professor Brunkos. Das war der Radio Leineherz 106.5 Podcast. Weitere Beiträge zum Nachhören finden Sie bei uns im Internet auf leineherz.de.